Herzlich willkommen, liebe Freunde der Tiere. Mein Name ist Basti von App Experience und das heutige Thema lautet Fressnapf. Ganz genau, Freunde, heute geht es eben nicht nur mal um uns, immer relativ egoistisch, immer nur um die Menschen, sondern eben auch mal heute, Stichwort Tiere, speziell natürlich Haustiere. Und für den einen oder anderen da draußen ist natürlich das Haustier vielleicht nichts Besonderes, aber für viele Menschen ist es eben einfach mehr als nur ein Haustier. Fast schon ein Partnerersatz. Denn es gibt natürlich auch viele ältere Menschen, die natürlich auch vielleicht schon alleine sind, die ihren Partner verloren haben. Und da ist natürlich so ein vierbeiniger Begleiter eine große Hilfe und auch eine große Freude. Genauso natürlich auch für kleinere Kinder, die dann immer quasi einen Freund haben zum Spielen oder eben einfach nur allgemein, um quasi den einen oder anderen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Genau, deswegen heute dieses Video. Und ich war wirklich extrem überrascht, was Fressnapf alles bieten kann. Man denkt natürlich nur an den Namen Fressnapf, okay, fressen im Napf. Also es geht nur um Tierfutter, nein. Ganz kurz gedacht natürlich nur, die haben so viel mehr, das ist wirklich absolut erstaunlich. Also im Prinzip habt ihr sogar Möglichkeiten, eine Tierarzt-Sprechstunde online quasi zu buchen. Ihr könnt auch einen Tiersalon eurer Wahl suchen in der Nähe und dort einen Termin buchen. Wir haben Möglichkeiten, um Fotos zu machen von unseren treuen Vierbeinern und dann auch KI-mäßig, gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr beliebt, quasi zu bearbeiten. Ihr könnt Überraschungsboxen für euren Freund zu Hause quasi buchen. Auch eine Bestattung. Ja, das ist ein trauriges Thema. Es kommt unweigerlich irgendwann dazu. Könnt ihr auch im Prinzip schon so ein bisschen ansparen und erhaltet auch dann quasi schon 25 Euro dafür. Ist eine schöne Geste von Fressnapf. Und noch viele andere coole Sachen, wie zum Beispiel ein Tracker, wenn der Kleine mal quasi ausgerissen ist, eine Tierheimsuche, Spenden und Adoptiermöglichkeiten und viele, viele mehr. Also ihr merkt schon, extrem vollgepackt mit Content, gerade eben auch für die Tierliebhaber. Das heißt, jeder, der irgendwie auch ein Herz für Tiere hat, der sich mit Tieren auseinandersetzt, ist hier genau richtig, sollte sich zurücklehnen, entspannen und das Video sich komplett von Anfang bis Ende anschauen. Genau, bevor wir dann richtig durchstarten und uns hier quasi auf der schönen Webseite befinden. Ich bin hier schon angemeldet, müssen wir uns natürlich erstmal vorher registrieren. Genau, das machen wir gleich, bevor wir dann durchstarten. Wichtige Info nochmal natürlich, wir haben natürlich auch noch andere Videos, viele, viele coole verschiedene Videos zu Apps, aber auch Plattformen, wie hier zum Beispiel Programme und Anwendungen. Und da werden noch eine Menge Folgen, wenn ihr euch einfach mal umschauen wollt. Ich habe alle Videos schön eingeordnet in Kategorien. Checkt dann einfach mal die Playlist ab. Ansonsten lasst einfach mal ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke. Kennt ihr noch andere Leute, die sich wirklich mit Tieren auskennen, die Tiere lieben, die vielleicht auch in Erwägung ziehen, sich ein Tier zu holen? Dann teilt doch einfach mal dieses Video unter euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Natürlich sind auch Videovorschläge gerne willkommen. Das heißt, habt ihr vielleicht auch noch kritische Fragen hier zu diesem Video oder allgemeine Anliegen, einfach mal die Kommentare reinhauen. Ich würde mich wirklich über Feedback freuen und lese natürlich auch jeden Kommentar. Und am Ende ist noch zu sagen, hat euch das Video gefallen? Konntet ihr irgendwas für euch mitnehmen, beziehungsweise für euren Hund oder Katze oder anderen exotischen Tieren? Dann einfach mal einen Daumen oben lassen. Genau. Registrieren können wir jetzt, wie gesagt, ganz entspannt über den ersten Link in der Beschreibung. Da habt ihr dann gleich auch die Möglichkeit, sofort auf die Seite zu kommen. Könnt auch dann gleich einen Neukundenrabatt von satten 12 Euro umsetzen bei eurer ersten Bestellung. Also einfach nur hier unter diesem Video, erster Link in der Beschreibung. Dann seid ihr am Start, müsst euch nur registrieren, einfach nur E-Mail, Passwort und dann seid ihr drinnen und könnt dann quasi hier direkt loslegen. Ihr seht es auch nochmal oben, wie schon angesprochen, 12% Rabatt für Erstbesteller. Lieferung ist meistens zwischen 1 und 3 Tagen. Die haben hier über 22.000 Artikel, die Leute von Fressnapf. Und natürlich auch die Möglichkeit noch, wenn ihr nicht zufrieden seid, was relativ selten vorkommt, kostenlos eine Rücksendung anzufordern, bis zu 30 Tagen. Genau, also wir sehen hier schon, ihr könnt hier oben einfach mal ganz individuell quasi einen Suchbegriff eingeben, aber auch natürlich hier in den einzelnen Kategorien mal durchschauen. Ihr seht hier schon extrem viel, gerade eben auch für die Favoriten unter den Haustieren, Hunden und Katzen natürlich. Habt ihr auch immer direkt hier noch ein Magazin dazu und seht eben auch hier, welche Top-Marken quasi hier am Start sind. Genau. Könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen, das würde jetzt quasi den Rahmen des Videos sprengen, auch für die Katze dementsprechend was dabei. Wir haben aber auch Kleintiere, könnt ihr auch hier direkt runtergehen und einfach mal drüber gehen. Ihr müsst nicht irgendwie bestätigen, sondern einfach nur mit der linken Maustaste drüber gehen.
Hier seht ihr schon nochmal die Aufteilungen. Quasi von Hamster bis Maus ist alles am Start. Wer da wirklich Kleintiere hat, findet da definitiv das richtige Tier. Aber auch natürlich Vögel dürfen nicht fehlen. Von Futter, Spielzeug bis über Hygieneartikel. Für Wellensittich bis Kanarienvogel ist auch hier alles am Start. Aqua dementsprechend natürlich Fische, aber auch Aquarien und dementsprechend Technik und Zubehör, die man auch dementsprechend braucht. Terrarien natürlich, habt ihr beispielsweise eine Schildkröte, auch absolut kein Problem. Aber auch für Garten und Teich und drumherum, sprich Fische logischerweise, aber auch Vögel und auch die Leute, die einen Bauernhof haben, Hühner und so weiter, die kommen natürlich hier auch nicht zu kurz. Tiergesundheit nochmal speziell, Diätengeschichten, aber auch Hundepflege bzw. Katzenpflegeartikel sind hier natürlich am Start. Und was natürlich auch noch ganz interessant ist, ich habe natürlich auch hier noch Klamotten. Das heißt natürlich, wenn ihr mal unterwegs seid, vielleicht auch mal beim schlechten Wetter, typischer Spaziergang im Wald, braucht ihr natürlich dementsprechende vernünftige Bekleidung. Wir gucken hier mal rein. Auch zum Beispiel Rucksäcke und Taschen machen Sinn, denn hier könnt ihr natürlich ganz bequem und flexibel eure Vierbeiner dementsprechend auch transportieren. Genau. Auch natürlich der Servicebereich haben wir hier natürlich Möglichkeiten, wenn wir hier rüber switchen über Aktionen, Angebote. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Da könnt ihr wirklich extrem sparen. Gerade wenn ihr die App bezieht, die auch am Start ist, einfach mal aus dem Store rausziehen, je nachdem, ob ihr ein Apple-Gerät habt mit iOS-Betriebssystem oder eben Android-Telefone, könnt ihr dann dementsprechend bei jedem Einkauf 5% sparen und noch viele weitere Möglichkeiten. Gleich mehr dazu. Services sind wie gesagt noch extrem spannend. Da habe ich ja schon einige Sachen angesprochen. Da werden wir dann gleich loslegen. Und hier oben im Prinzip könnt ihr direkt bei Märkte euren Fressnapf-Markt direkt finden. Müsst ihr dann einfach nur entweder Ort, Stadt, Straße oder Postleitzahl eingeben und dann dementsprechend sehen, okay, der ein oder andere Fressnapf-Markt ist hier in meiner Nähe. Wiederbestellen ist natürlich nur darauf bezogen, wenn wir schon eine Bestellung vorgenommen haben. Und bei meinem Konto werden wir dann später noch Sachen durchgehen, sehr, sehr interessant. Ihr könnt sogar auch quasi ein Profil für euer Tier anlegen, damit es dann auch alles später schneller abläuft. Wenn ihr beispielsweise einen Online-Termin quasi bucht für euren Vierbeiner, dass es dann wirklich rucki-zucki vonstatten geht. Genau. Wir gucken jetzt einfach mal rein, wie angesprochen, und zwar bei den Angeboten, dass wir mal so einen groben Überblick haben. Genau, seht ihr schon, Sonderangebote. Teilweise bis über 50% Rabatt einsacken. Auch Angebote der Woche gibt es immer mal wieder. Einfach mal abchecken. Auch die Möglichkeit natürlich, was wir später auch nochmal schauen werden, dass ihr Payback-Punkte quasi absahnen könnt. Das heißt, wer wirklich Payback sehr, sehr gern nutzt, ist hier auch wirklich genau richtig. Genau. Gutscheine natürlich auch haben wir am Start. Gucken wir jetzt auch nochmal später an. Und ihr habt hier die Möglichkeit, wenn ihr das wollt, Newsletter zu abonnieren. Das heißt, ihr würdet dann immer in gewissen Abständen News-Angebote bekommen. Wer da interessiert ist, wer da nichts verpassen will, kann es natürlich machen und direkt 10% Rabatt abstauben für den nächsten Einkauf. Wie gesagt, wenn ihr euch die App herunterladet, habt ihr dann auch immer per App in Sachen Friends-Rabatt 5% Rabatt auf alles bei jedem Einkauf. Und wie gesagt, schon der Neukundenrabatt von 12% hatten wir ja schon. Genau. Geschenkekarte können wir jederzeit machen. Gehen wir mal drauf. Dementsprechend anderen eine Freude machen, einfach bequem bei jedem Markt um die Ecke erhältlich. Wie gesagt, ihr könntet ja hier oben über Märktefinder dann quasi einen Standort herausfinden. Dann geht ihr dann einfach hin, könnt die Karte dann quasi beziehen. Wunschbetrag bis zu 100 € und habt dann ein schönes Geschenk. Könnt es dann auch jederzeit eben mit der 16-stelligen Nummer hier abfragen, wie viel noch drauf ist. Könnt ihr hier eine Guthabenabfrage starten. Genau. Sehr, sehr cool. Dementsprechend, wenn ihr dann auch wiederum Geschenkekarten bekommt oder Gutscheine, könnt ihr denn die dementsprechend auch dann bei euren Kauf umsetzen. Genau. Wir gehen jetzt einmal mal zurück auf diesen Bereich nochmal Aktionen, Angebote und gehen hier mal rein und gucken mal so ganz typischen Bestellvorgang uns mal an. Das heißt, ihr seht hier schon, hier gibt es sehr, sehr viele Filteroptionen. Hier auch nochmal die verschiedenen Kategorien, wie wir es auch schon hier oben hatten. Ich würde euch natürlich dementsprechend immer empfehlen. Es ist natürlich das Wichtigste, weil natürlich die Kunden immer am aussagekräftigsten sind. Das heißt, viele, viele Kundenbewertungen, möglichst gut. Dann habt ihr wirklich immer die Top-Sachen rausgepickt und habt dann wirklich auch immer sehr hohe Qualität. Dementsprechend würde ich hier direkt immer noch top bewertet quasi filtern. Das schon mal eingeben als allererstes. Und dann könnt ihr ganz individuell schauen, okay, es gibt ja verschiedene Marken natürlich, extrem viele. Auch natürlich die Arten. Wir würden jetzt einfach mal sagen Futter und gehen mal auf Speichern.
Auch natürlich die Tierkategorie. Ich habe ja schon bei mir eine Katze im Profil angelegt. Also würde ich sagen, ich suche jetzt auch Futter speziell für Katzen. Könnt ihr auch noch einloggen und dann seht ihr schon so nach und nach, werden die Produkte immer weniger, weil es natürlich dementsprechend immer mehr die Suche eingrenzt. Auch natürlich auf Aufzucht bezogen ist die Katze zum Beispiel noch klein, eher noch ein Kitten quasi. Ist er schon ein Senior und Erwachsener? Wir machen jetzt mal Senior, könnt ihr es natürlich auch noch mit reinbringen. Ihr habt natürlich auch noch hier die Konsistenz. Das ist uns erstmal relativ egal. Da gibt es im Prinzip meistens in Soße, Gelee und Pastete. Gebinde machen wir jetzt einfach mal. Wir wollen es in Dosenform. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und wir könnten auch noch sagen, Preise lassen wir uns mal im Bereich von 5 bis 10 Euro bewegen. Wir haben jetzt auch hier direkt schon Sonderangebote eingeloggt. Das heißt, die sind jetzt schon direkt integriert. Und dann könnten wir eben noch, je nachdem, gab es noch vorher, gibt es eben nur bei bestimmten Produkten auch noch spezielle Sachen rausfiltern, wie zum Beispiel Getreideunverträglichkeit, Gluten und so weiter. Aber hier zum Beispiel hätten wir jetzt schon mal die Möglichkeit, auch hier das einzulocken übers Herzchen, damit wir das später in unserer Wunschliste bzw. Merkliste haben. Würden jetzt einfach mal drauf gehen. Und da sehen wir schon, wie versprochen, könnt ihr direkt Payback-Punkte absahen. Könnt hier nochmal eingeben. Habt dann im Prinzip auch noch die Möglichkeit, nochmal euch über die Inhaltsstoffe zu informieren, wer das möchte. Auch Bewertung hier. Ihr seht es schon sehr, sehr gut im gesamten 4,5, aber auch nochmal einzeln bewertet auf Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Unzufriedenheit des Haustiers. Das heißt, wahrscheinlich der guten Katze, also Kater und Katze im Prinzip, hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Man sieht auch hier von 144 Bewertungen 102 positiv, im Schnitt sehr, sehr stark. Wie gesagt, ist bei jedem Produkt dementsprechend individuell. Wir würden jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt hier dieses Sparpaket direkt mit dem Neukundenbonus 6x200 Gramm und hauen den in den Warenkorb rein. Gehen dann zum Warenkorb und können dann nochmal die restlichen Sachen betätigen. Ihr seht hier schon im Prinzip, der Mindestbestellwert wurde noch nicht erreicht. Da können wir zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt gleich 4, dass wir dann nochmal kräftig sparen. Und da würden wir den erreichen, sparen dann dementsprechend dann auch nochmal insgesamt auf die Menge, haben hier direkt den Neukundenrabatt mit drinne, können dann ganz entspannt via Rechnung oder Lastschrift bezahlen über Rivety oder eben auch Kreditkarte, Klassiker, Visa, Mastercard oder im PayPal, was ich ganz gerne mache. Genau. Könnt dann eben, wie gesagt, den Gutschein hier hinzufügen, wenn ihr einen bekommen habt. Payback-Punkte könnt ihr dann dementsprechend auch bearbeiten, Kundennummer und Coupon, wer das sehr gerne machen möchte. Und ansonsten könnt ihr es, wie gesagt, noch hier auf die Wunschliste setzen und dann könnt ihr die ganze Sache eigentlich dann über die Kasse quasi dann abschließen. Das ist so ein typischer Bestellvorgang. Genau, natürlich noch die Adresse, ist klar. Und dann könnt ihr eigentlich quasi loslegen. Genau. So, wir gehen jetzt hier mal zu den Services, wie angesprochen. Das heißt, wir starten mal mit dem Online-Tierarzt. Wenn wir jetzt hier draufklicken, öffnen sich dann eben auch mal spezielle Seiten. Das heißt, hier direkt über Dr. Fressnapf habt ihr eben hier die Möglichkeiten, via Videocall eben eine Sprechstunde zu bekommen, dass die eben ganz schnell quasi euch helfen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit euren Vierbeinern. Ganz genau. Seht ihr schon pro Beratung sehr, sehr viele verschiedene Tiere, können natürlich gut eingeschätzt werden von den erfahrenen Leuten hier, von dem Personal. Ihr seht immer direkt nochmal, speziell Fressnapf hatte schon 30 Jahre Erfahrung, Marktführer, 10 Millionen glückliche Tierbesitzer und Besitzerinnen und natürlich auch auf das Team bezogen. Im Prinzip seht ihr hier 75 Jahre Erfahrung, qualifizierte Ärzte, sehr, sehr sympathisch. Das sehen wir dann dementsprechend auch hier bei der Bewertung. Könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Ganze 1463. Da will ich mal meinen, dass es immer sehr, sehr gut abläuft. Genau, könnt ihr hier direkt buchen. Wenn wir das dann machen würden, ich habe jetzt schon quasi ja ein Tierprofil angelegt. Auch schon Informationen. Ihr würdet dann einfach nur ein paar Informationen eingeben. Sprich auch bezogen, genau, hier auf das Tier. Ist eine Tuxedo-Katze, also meist so eine typische Schwarz-Weiß-Katze. Ist bei uns am Start. Schmusi heißt sie. Und jetzt wird eben gefragt, bei welchem Partner Schmusi versichert ist. Ihr habt natürlich dann den Vorteil und habt dann einen schönen Rabatt und spart dann noch ein bisschen, wenn ihr bei einem von diesen Versicherungen am Start seid. Wenn nicht, macht ihr einfach nein, gar kein Problem. Habt ihr eine schöne breite Auswahl, einfach von Allgemeingeschichten auf die Gesundheit bezogen, aber auch Ernährungsberatung, auch sehr, sehr wichtig, wenn der Gute so ein bisschen übergewichtig ist, aber auch wenn das Tier neu einzieht, so ein Check-up auch nochmal für zu Hause, so eine Vorsorge im Prinzip,
wenn es gesundheitliche Bedenken gibt, aber auch natürlich so ein 12 Wochen Abnehmprogramm. Also gibt es sehr, sehr viele schöne Optionen. Wir gehen jetzt mal einfach mal auf die allgemeine Variante. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 14.04. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt die nächste Woche am 15. direkt am Montag und starten gleich relativ früh rein mit 10 Uhr, 20. Genau. Könnt ihr nochmal kurz schildern im Prinzip, wo das Problem liegt. Also zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, dass Schmusi schmust einfach nicht mehr. Genau. Könnt ihr noch Daten dranhängen, die so ein bisschen unterstützen. Ja, wenn ihr irgendwelche Nachweise habt, vielleicht auch irgendwelche Röntgenbilder oder irgendwelche auch vielleicht Unfallbilder, wie eine gewisse Sache zugetragen ist. Alles, was im Prinzip auch der Ärztin oder dem Arzt natürlich helfen könnte bei seiner Diagnosefindung. Genau, könnt ihr dann machen. Und dann einfach nur noch dementsprechend die Zahloption auswählen. Ich habe ja vorher schon hier einfach eine Fantasie-Adresse ausgewählt. Und dann könnt ihr am Ende dementsprechend buchen. Auch natürlich nochmal einen Gutschein einlösen. Den könnt ihr auch nochmal sparen. Aber so ungefähr läuft so eine Terminbuchung beim Online-Tierarzt ab. Genau. Der nächste Bereich im Prinzip, auch nicht weniger wichtig, wäre natürlich hier zum Beispiel eine Tierversicherung. Auch sehr interessant. Können wir dann auch klicken. Haben wir auch nochmal eine extra Seite. Da seht ihr auch schon, habt ihr direkt Petolo quasi so als Kooperation, könnt ihr auch direkt ein Petolo-Konto anlegen. Und ihr seht schon wirklich die Möglichkeit, Krankenschutz oder Haftpflichtschutz für eben Hund oder auch beide zu machen. Auch wieder sehr, sehr gut bewertet. Hat sich also schon wirklich bewährt. Weil es ist natürlich auch so, wenn ihr runterschaut, es kann natürlich immer mal was passieren. Ein Kreuzbandriss im schlimmsten Falle. Und da sehen wir eben auch die Möglichkeit, gerade im Premium Plus Abo, dass wir sehr, sehr viel zurückerstattet bekommen. Aber auch eine Haftpflicht hier für Max, den Hündchen, hat eben Auffahrunfall, hat eben dementsprechend diesen Schaden verursacht. Da ist eine Menge drin. Könnt ihr euch dementsprechend auch anmelden und quasi hier zum Beispiel für euren Hund, ja, könnt ihr entweder eine Haftpflicht auswählen oder eben auch im Plusbereich für bis zu 6,90 Euro pro Monat. Könnt ihr dann auswählen und ihr seht ja einfach schon, dass ihr eben pro Versicherungsfall nur 250 Euro quasi Selbstbehalt habt. Und ihr werden eben viele, viele Sachen versichert, Versicherungsfall bezogen, pauschal für Sachen, Personen und Vermögensschäden und eben auch wirklich extrem flexibel. Könntet ihr quasi hier abschließen. Genau, hättet ihr dann quasi hier die Hundehaftpflichtversicherung, seht ihr schon, der Tarif, Startdatum im Prinzip, geht ja auch weiter und müsst dann eben noch ein paar Daten eingeben, das Geschlecht, der Name, Rasse des Hundes, genau, und könnt dann eben dementsprechend einen Schutz abschließen. Ja, genau, so, aber auch, was richtig cool ist, habe ich gesehen, die Möglichkeit im Prinzip auch Fotos zu machen, das hatte ich auch schon erwähnt, sehr, sehr cool im Prinzip, das heißt, ihr habt natürlich die Möglichkeit, entweder hier aus diesem schönen Shop quasi selbst Fotos zu beziehen, also eine schöne Wanddeko mit schönen Illustrationen und Designs von Hunden, aber auch hier zum Beispiel, dass ihr euren Liebling quasi richtig schön in Szene setzt und daneben quasi bearbeitet, können wir einfach mal reinschauen. Genau, schon ab 10 Euro im Prinzip, dass ihr euer Haustier als KI-Kunstwerk habt quasi, jedes Bild ist dementsprechend unikat, ihr habt natürlich viele verschiedene Größen und Stile zur Auswahl und habt ein richtig cooles KI-Erlebnis. Seht ihr jetzt auch schon hier. Sieht richtig, richtig cool aus. Im Prinzip können wir jetzt quasi gestalten. Und würden einfach nur sagen, direkt hier, macht ein schönes Foto von euren Hündchen. Könnt ihr dementsprechend noch einen gewissen Stil wählen hier. Und dann generiert er einfach und habt dann hier ein schönes Bild. Könnt es dann dementsprechend in den Warenkorb reinhauen und dann dementsprechend bezahlen. Und dann habt ihr ein richtig schönes Bild, auch ein schönes Erinnerungsstück. Falls natürlich auch mal der Gute von euch geht, und das ist auch ein gutes Stichwort, da gibt es nämlich auch eine Möglichkeit, denn hier bei Service natürlich auch, hatte ich ja schon angesprochen, quasi Rosgarten-Option, das heißt natürlich hier Tierbestattung möglich, quasi eine Art Bestattungsvorsorge für eure Haustier, das heißt, wenn ihr hier startet und schon mal ein bisschen Geld anlegt, weil natürlich gerade der Tag leider irgendwann kommen wird, da kommen wir leider nicht drum rum, und da würden wir nochmal direkt 25 Euro von Fressnapf dazu bekommen, beziehungsweise eine Kooperation mit Rosengarten. Das heißt, ihr würdet die einfach nur quasi für die Kremierung immer, je nachdem, ganz flexibel einen Betrag ansparen, einen Zuschuss, gebt dann einfach nur die Tierart ein, auch natürlich das Gewicht, was natürlich immer wichtig ist.
Wenn ihr natürlich einen Aktionscode habt, könnt ihr den auch noch mit angeben und macht dann hier bestimmte Angaben, die Zahlungsart, ganz klassisch, und bekommt dann direkt 25 Euro noch dazu. Was eine sehr, sehr coole Sache ist, denn wie gesagt, es wird, wie gesagt, unweigerlich der Tag kommen. Und da ist es eigentlich ganz schön, wenn man dann so ein bisschen vorbereitet ist, muss sich dann wirklich nicht noch um solche Sachen kümmern, sondern kann dann wirklich sich auf die Trauer fokussieren, auf die Verarbeitung der schweren Zeit, wenn das Tier eben nicht mehr da ist. Genau. Außerdem haben wir noch eine coole Möglichkeit, wenn wir gucken, bei Services sogenannte Boxen zu beziehen. Sehr, sehr cool hier, Fressnapf-Box. Das heißt, ihr könnt euren Vierbeiner quasi überraschen. Das ist natürlich auch möglich, denn man kann natürlich nicht nur Menschen überraschen, sondern eben auch zum Beispiel Hunde und Katze. Gibt es dann dementsprechend die Wow-Box oder eben auch die Miau-Box. Ist recht witzig gemacht. Das heißt, ihr könnt hier ganz entspannt auswählen, was ihr haben möchtet. Ganz flexibel, wo ihr schon 5 Euro pro Box spart. Ist an sich hier am beliebtesten. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ein Jahresplan, wo ihr dann eben 6 Boxen bekommt, sprich jede 2 Monate oder einmalig, um einfach mal zu gucken, kein Abo, kein Risiko, ein super Geschenk für 30 Euro und bekommt dann eben einfach eine Überraschungsbox mit vielen, vielen coolen Inhalten. Genau. Könnt ihr dann in den Warenkorb schmeißen und dann dementsprechend bezahlen. Genau. Was wir jetzt noch zum Beispiel haben, ist natürlich auch noch die Möglichkeit eines Tiersalons. Auch noch ganz cool, haben wir hier. Und da gehen wir einfach mal drauf. Genau, Tiersalon. Braucht ihr im Prinzip einfach nur einen Online-Termin vereinbaren hier. Klickt drauf. Und ich habe es schon mal eingestellt. Wir würden jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt hier in Erfurt, sind wir von unserem Standort, da wohnen wir. Wollen schauen, wo ist halt der nächste Salon in der Nähe. Können wir hier schauen, hier Salon Erfurt XXL. Und können dann direkt hier entweder anrufen oder sagen, okay, mehr Infos zum Salon und dann können wir dann direkt dort buchen. Sehen wir schon Pflegepakete, können wir uns mal in Ruhe informieren, können dann hier direkt einen Termin vereinbaren. Genau, und sehen auch schon dementsprechend hier, dass wir direkt nochmal 10 Euro sparen können, wenn wir eben mit der Fressnapf Friends Aktion unterwegs sind, sprich über die App, hatte ich euch auch schon gesagt, wenn ihr euch die App runterzieht, spart ihr natürlich dann diese 5% bei jedem Kauf und hier auch direkt bei Fressnapf Salons. Ausgewählte Fressnapf-Salons in eurer Nähe, spart ihr dann dementsprechend auch nochmal. So genau, das sind so diese Hauptservices. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Geschichten, weil die auch sehr, sehr spannend sind. Das heißt hier zum Beispiel die Möglichkeit, wie schon angesprochen, einen Tracker zu beziehen. Das heißt, reißt euer Vierbeiner mal aus, gibt es immer mal, gerade auch bei Hunden, bei den Rüden, die sind immer mal ganz schnell weg. Könnt ihr auch hier einen schönen Tracker beziehen, einfach mehr Sicherheit, mehr Wohlbefinden. Da seid ihr immer beruhigter, habt ihr einen GPS-Tracker und wisst dann jederzeit, wo quasi euer Tier ist. Denn wir haben jetzt natürlich öfters das Problem, dass wir viele quasi Suchanzeigen haben an verschiedenen Stellen in der Stadt, im Ort, weil natürlich der eine oder andere eine Katze sucht oder einen Hund. Und hier mit diesem Feature im Prinzip braucht ihr euch nie wieder Gedanken zu machen. Da könnt ihr jederzeit wieder eure Katze, euren Hund oder auch andere Tiere wieder zurückholen. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Finde ich sehr, sehr cool. Außerdem natürlich noch Fressnapf hat außerdem noch die Möglichkeit, eine Tierheimsuche zu starten. Genau. Tierheimsuche auch mal ganz wichtig. Entweder ihr habt ein Herz für Tiere und habt die Möglichkeit, quasi ein Tier aufzunehmen oder ihr könnt es natürlich vermitteln. Bei euch ist jemand zugelaufen, vielleicht ein paar Kätzchen. Ihr habt aber leider nicht die Möglichkeit, diese aufzunehmen. Und dann könnt ihr nicht einfach die kleinen armen Dinger ihren Schicksal überlassen, sondern natürlich hier direkt gucken, Tierheime in der Umgebung, dementsprechend auswählen. Habt ihr da nochmal zum Beispiel ein paar Beispieltiere aufgelistet hier. Könnt dann auch switchen zwischen Hund und Katze. Genau. Und habt eben nur ein bisschen typische Beschreibung eben, ob sie kastriert oder beziehungsweise sterilisiert sind, ob sie Gruppentiere sind, familienfreundlich und so weiter. Also ein paar grundlegende Informationen könnt ihr euch einfach mal in Ruhe anschauen. Genau. Wir gehen da jetzt aber mal zurück und schauen nochmal bei Services. Im Prinzip haben wir auch noch tierisch engagiert. Das soll ja auch nicht zu kurz kommen. Wir haben natürlich eh noch die Möglichkeit, uns eben zu engagieren, denn das soll ja auch nicht zu kurz kommen. Wir sollen uns natürlich nicht nur mit unseren eigenen Tieren beschäftigen, sondern auch, wenn es natürlich auch finanziell möglich ist, auch vielleicht so ein bisschen stark zu machen für andere Tiere und sich zu engagieren. Genau. Und dann ist natürlich auch wirklich hier die Möglichkeit, quasi entweder hier zu spenden natürlich, klar, für Tierheimtiere und engagierte Helfer oder eben sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, ich kann ein Tier adoptieren, der könnte es hier dementsprechend machen.
könnt euch nochmal genauer informieren und dann mit den jeweiligen Leuten quasi in Kontakt treten. Genau. Und am Ende würde ich sagen, haben wir noch zum Beispiel hier die Möglichkeit, quasi, genau, das neueste Fressnapf Friends Magazin uns anzuschauen. Können wir ganz bequem schauen. Öffnet sich hier, können wir auch jederzeit quasi oben runterladen und können dann einfach mal durchgehen, ganz entspannt, können Ruhe lesen. Wer das nicht extra quasi vielleicht zum Beispiel aus dem Store mitnehmen möchte vor Ort, kann es ganz bequem hier angucken, auch auf dem Handy. Genau, schöne Möglichkeit. Und das sind so diese Services erstmal. Was wir aber auch noch machen können, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch die Möglichkeit hier unten nochmal, wenn wir ganz runtergehen, hatten wir ja schon mal angesprochen, die Payback-Möglichkeit. Das heißt hier nochmal, wie wir das auch schon finden hatten bei dem Bestellvorgang, hier nochmal alle Informationen, die ihr braucht, bezogen auf Payback, wie die ganze Sache abläuft, gerade eben auch logischerweise in Verbindung eben hier mit Fressnapf. Ja, das findet ihr ganz unten, das ist auch nochmal ganz wichtig. Habe ich extra jeden Stein umgedreht und habe mal durchgeschaut. Und natürlich auch zum Schluss, bevor wir zu den Einstellungen gehen, Active Tierarztpraxen. Das heißt, ganz unten hier draufklicken, da könnt ihr nochmal ganz entspannt, ohne Stress, hier eine Tierarztpraxis in deiner Nähe finden. Einfach hier Stadt oder Postleitzahl eingeben und dann findet ihr 0, nix eine Tierarztpraxis. Wenn ihr das eben nicht online machen wollt, wie ich es euch gezeigt habe, sondern sagt, okay, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, beziehungsweise ich kenne da jemanden, der könnte mich auch fahren. Ich möchte lieber auch vor Ort im Prinzip mit dem Arzt sprechen, den sehen. Und mir ist es eben einfach lieber, diese Option. Der kann es hier sehr, sehr gern natürlich tun. Genau. Also wir gehen jetzt zurück zum Schluss nochmal zu den Einstellungen. Ganz, ganz wichtig hier bei meinem Konto. Gebe einfach mal drauf. Genau. Und dann haben wir eben hier die Möglichkeiten. Hier sehen wir schon, ich hatte hier schon ein Tierprofil angelegt. Genau. Das können wir natürlich jederzeit ein neues Tierprofil anlegen. Wir können es aber auch bearbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, ich habe zum Beispiel einen Hund, können wir Profil erstellen, geben einfach den Namen ein. Wir machen jetzt einfach mal Test. Und dann können wir eben noch sagen, okay, wir können ein Bild hochladen, wenn wir das möchten. Natürlich auch, wann er geboren wurde oder wann ungefähr. Es gibt ja auch manchmal Geschichten, da ist das Tier zugelaufen. Genau, hier könnt ihr dann auch die Rasse nochmal aussuchen. Gibt es ja sehr, sehr viele. Wenn ihr da nicht zurechtkommt, dann schaut einfach mal im Netz und googelt mal danach, nach bestimmten Merkmalen eures Tieres. Natürlich, ob weiblich, männlich, kastriert oder nicht, auch mal ganz wichtig, was wiegt der Kleine, welches Futter wird so grob bevorzugt und braucht der Spezialfutter. Da würdet ihr das Ganze speichern und hättet dann quasi ein neues Profil angelegt. Genau, Käufe im Prinzip haben wir noch nicht getätigt, dann hätten wir dementsprechend auch dann die Möglichkeit, dann nochmal neu nachzubestellen. Auch im Prinzip hier Daten. Nochmal grundlegende Informationen, natürlich die Adresse könnt ihr jederzeit bearbeiten. Auch der Zahlungsbereich, Lieferadresse ist ja dementsprechend auch immer die Rechnungsadresse. Aber auch die Payback-Punkte könnt ihr alles im Prinzip nochmal in Ruhe machen. Wir haben auch nochmal hier unter meine Produkte quasi die Möglichkeit, jederzeit wieder, wenn ihr zufrieden wart mit der letzten Bestellung, das direkt wieder zu bestellen. Müsst ihr nicht erst wieder großartig viel Zeit verschwenden, das alles nochmal manuell eingeben, sondern könnt es hier direkt machen. Ihr habt natürlich auch hier die Friends Vorteilswelt, das hatte ich ja schon erwähnt im Prinzip, dass ihr 5% bei jedem Online-Kauf quasi sparen könnt. Aber auch hier Little Friends im Prinzip, wenn ihr eine Fellnase zum Beispiel habt, die jünger als 12 Monate sind, habt ihr nochmal direkteren, einen anderen Bereich und könnt hier nochmal richtig schön sparen. Einfach mal die App runterladen und alle Friends-Vorteile nochmal aktivieren. Aber das ist wie gesagt die Möglichkeit, Fressnapf Friends oder eben Little Friends für die ganz Kleinen. Dann haben wir eben noch Ratgeber, ist klar, wenn wir natürlich hier die Magazine, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, hier das Fressnapf-Magazin, könnt ihr dann dementsprechend hier nochmal quasi abspeichern und habt dann eine schöne Merkliste. Und Newsletter war ja im Prinzip klar, das hatten wir ja schon, da könnt ihr dann dementsprechend, wenn ihr das machen wollt, 10% sparen. Genau, das soll es eigentlich im Prinzip gewesen sein, das war eine Menge Content. Also ihr seht ja schon, ich hätte es ja auch selber nicht gedacht, dass natürlich Fressnapf so extrem viel bietet und eben nicht nur Tierfutter und so ein paar Sachen drumherum, um das Thema Tiere, sondern wirklich extrem viel. Dementsprechend jeder, der irgendwo jetzt Interesse hat, der ein Tierliebhaber ist, der wirklich jetzt bestimmte Sachen braucht, einfach mal über den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken, hier direkt unter dem Video, einfach draufklicken, registrieren, direkt bei der ersten Bestellung 12% absahen, 10% mit Newsletter, 5% mit der App, ist ja immer entspannter, auch mobil unterwegs. Also ihr seht es schon unfassbar gut. Ich bin wirklich beeindruckt. Und ich würde mich sehr, sehr herzlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei sein würdet. Und am Ende bleibt nur noch zu sagen, macht's gut,
Haut rein und bis dann.